Willkommen zu einer neuen Ausgabe Top 5 Win und Fail. Heute mal mit einem etwas anderen Anfang, denn die ersten beiden Clips, die ihr jetzt hier seht, die haben es gar nicht erst in die Compilation geschafft und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Hier eine Einsendung von King Marv, der einfach nur so ein bisschen als Sniper hier durch die Gegend läuft. Es passiert eigentlich nicht wirklich viel und am Ende fällt er im Prinzip nur von der Map. Sowas werde ich nicht mit in die Top 5 mit aufnehmen. Ich finde, das ist zwar extrem witzig, auf der einen Seite, wenn man es selbst spielt, aber gehört hier einfach nicht rein. Sorry dafür. Die zweite Einsendung, die ich auch nicht so ganz mit reingeschafft habe, ist von SkyNV. Er läuft hier in Battlefield 4 als Sniper durch die Gegend und schießt im Grunde nicht mehr als ein paar Mal auf den Helikopter. Und ja, du hast auch irgendwann mal einen Hitmarker gelandet, aber du hast den Piloten nicht rausgeschossen. Sowas kommt auch nicht in meine Top 5 Win und Fail Compilation. Auch wenn es jetzt doch aus irgendwelchen Gründen hier mit drin ist, aber du kriegst keinen Link dafür. So viel dazu. Steigen wir ein. Auf Platz Nummer 5 haben wir einen Tomahawk mal anders. Call of Duty Black Ops 2, eingesendet von Schranke88. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, what the fuck? Was ist hier bitte passiert? Aber zum Glück gibt es ja auch einen kleinen Replay, der das alles aufklärt. Hier ist man mal eben kurz mit so einem Tomahawk Across Map gekillt worden. Okay. Platz Nummer 4. Eigentlich ein Bug aus GTA 5, aber es sieht so geil aus, dass ich es hier einfach mal mit reingenommen habe. Das Auto ist einfach nur unsichtbar. Ich finde, das sieht so bekloppt aus, das muss man einfach auch mal genießen können. Und leider ist ab der Hälfte des Clips, also wenn gleich beide Leute in das Auto einsteigen, wieder ein bisschen Musik im Hintergrund, deshalb musste ich das hier ein wenig runterfahren. Ja, erstmal den Kollegen mit dem unsichtbaren Auto anfahren. Auch nicht schlecht. Erklär das mal der Versicherung. Ja, das Fahrzeug war einfach unsichtbar und ich konnte da irgendwie gar nichts für. Naja, hier nochmal die beiden schön in Nahaufnahme, wie sie mit dem kleinen Wheelie auf der Straße machen. Keine Ahnung, ich find's geil, deshalb ist es hier bei mir auch mit auf Platz Nummer 4 in die Top 5 Win und Fails für diese Woche reingekommen. Die Einsendung von Judotsny. Keine Ahnung, 97. So, auf der 3 haben wir auch einen Klassiker. Den haben wir schon in der Crisis letztens gesehen. Hier schön eine Einsendung von Signup. Ich hoffe, der Kollege heißt auch so, denn es stand nichts anderes damit drin. Hier natürlich Skyrim. Schöner, epischer Fight gegen diese beiden etwas ungünstig gelaunten Leute. Und dann wird man in die Luft geschleudert. Meine Güte, was für ein Scheiß. Hier bei uns auf Platz Nummer 3. So, Platz Nummer 2. Jetzt wird es langsam ein bisschen kritischer. Hier mal eben kurz das Wurfmesser, eingesendet von DevilVenusXD. Und ich sag mal so viel. War das jetzt ein Netcode-Fehler? Aber zum Glück gibt es ja auch hier diesen Replay, wo man schön sieht, das Messer geht lustig an dem ersten Kollegen vorbei. Aber das macht ja nichts. Da hinten sind ja noch eine Menge Idioten, die gar nicht wissen, was jetzt gerade hier passiert. Und das Messer trifft, verdammt. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Auf Platz Nummer 1 haben wir ein, ich sag mal, Clip, da wusste ich am Anfang gar nichts mit anzufangen, bis ich gesehen habe, worum es geht. Weil der Kollege liegt hier einfach nur in Modern Warfare 3 so ein bisschen durch die Gegend und deinen Nicknamen spare ich mir jetzt einfach. Ich glaube, es heißt Izzy Crizzy oder so ähnlich. Und du liegst hier nur rum. Du machst nicht wirklich viel. Und ich dachte mir, warum schickt der mir diesen Scheiß ein? Aber dann habe ich es geschnallt. Da kommt nämlich der Kollege, der die Bombe legen will, das Teil mal eben scharf machen will und du legst dich mal eben lustig daneben. Okay, ich dachte, wieso tötet er ihn nicht? Jetzt wird mir alles klar, er defused die Bombe direkt in dem Moment, wo sie gelegt wurde. Damit rechnen die Gegner noch gar nicht und hier hast du die Kollegen mal richtig gut getrollt. Deshalb hier Platz Nummer 1. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch für nächste Woche wieder einige Clips von euch einsenden würdet. Mein Name ist Jim Panzer und ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ciao und tschüss.